Hallo, liebe Leute da draußen. Ich bin's wieder, euer Dave, und ich sehe fast so aus, als hätte ich alle Intros zu diesem Teil nacheinander aufgenommen. Könnte sein. Oder ist es nur Zufall, dass ich exakt gleich aussehe? So schmieke wie immer. Zu viel Apfelsaft heute, glaube ich. Er ist immer gut. Aber da kennt sich der Markus ja ganz gut mit aus. Kommt zwar jetzt Wochen später, aber scheiß drauf. So, genau, wir machen Teil 3 und steigen genau da ein, wo wir das letzte Mal wieder aufgehört haben und gucken uns die ganze Geschichte einfach an. Ich weiß, ihr steht auf die ganzen Live-Sachen. Keine Sorge, entweder kam jetzt schon was davor oder es kommt mal jetzt nach dem Video mal was dazwischen. Das mache ich sehr spontan, also nicht wundern. Ich habe gerade nicht so viel Zeit, muss mich sehr viel auf die Arbeit und auf die Prüfungen konzentrieren. Deswegen, da habe ich einen erhöhten Fokus drauf, da kann ich nicht so viel wie YouTube machen, das ist leider so. Weil ich mit dem Ganzen hier keinen Cent, ja, stimmt nicht ganz, ich konnte jetzt den Kanal monetarisieren, aber was verdiene ich in Euro im Monat oder so? Also, wie gesagt, ich verdiene damit kein Geld, deswegen muss das dann leider zurückstecken. Da kann ich, sind die anderen Sachen einfach wichtiger, das müsst ihr dann auch leider einfach verstehen. Und genau, weil es frisst viel Zeit. Sind wir mal ehrlich, das frisst viel Zeit. YouTube, das Ganze hier machen, das Schneiden, das Rendern, das, auch das Live-Ding hat auch so, geht an manchen Stellen schneller, ist natürlich trotzdem viel Vorbereitungszeit, ist ein ganz anderer Druck etc. Ist wieder was anderes und es braucht trotzdem alles seine Zeit. Deswegen, wie gesagt, ist das alles gar nicht so easy, das unter einen Hut zu bekommen mit zwei wunderbaren kleinen Knirpsen daheim. Und man will ja allem gerecht werden heutzutage. Ja. Man muss ja alles können, man muss ja alles hinkriegen, bla bla bla. Deswegen habe ich euch lieb, aber da muss ich da sein, ganz so lieb habe ich euch dann nicht, dass ich da meine Familie dann zurückstecke. Absolut nicht. Deswegen, ja, machen wir heute Teil 3. Hoffentlich war ich bei 3 Teilen. 3, genau. Deswegen flitzen wir ab zum... So, ihr Lieben, herzlich willkommen bei einem neuen Tutorial. Jetzt muss ich hier gerade mal Pause machen. Ah, ein neues Tutorial. Und ja, ich bin hier unten. Hallo. Macht das Voice-Over für euch. Ich hätte ja ein bisschen runter machen müssen. Hier scheint die Sonne ja wie bekloppt. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich probiere jetzt hier ein bisschen rum. Vielleicht muss ich ja nochmal was anderes machen. Weil ich das hier, das Video kann ich hier voll laufen lassen und mein kleines Fenster einbauen, was ziemlich bescheuert ist. Deswegen ist jetzt so halb gar. Das werde ich hier unten den Rand einfach abschneiden. Für das Video später aber. Genau, wir machen hier schön weiter und ich würde sagen, wir machen jetzt hier gar nicht lange rum und wir schauen einfach mal. Und zwar habe ich hier die Skin Tones und zwar den Skin Tan und ach, den Rest haben wir noch aufgeschrieben. Den Skin Dark, den ich benutze und das Flash Brown, das habe ich genau genommen und das müsste eigentlich noch Blutrot sein, was ich auch noch verwende. Also für den Hautton kommt noch Blutrot dazu, aber das mache ich dann erst ein bisschen später, deswegen... nicht wundern, genau. Und für den Grundbasiston, ihr müsst euch natürlich vorstellen, ich habe keine Ahnung, was ich, wie ich hier vorgehen soll oder wie ich das machen soll. Deswegen improvisiere ich einfach ein bisschen und schaue mir das an. Ich brauche natürlich einen Hautton, der dem Referenzbild entspricht oder dem relativ nahe kommt. Und die Töne sind nicht schlecht von der Farbgebung her, aber die brauchen natürlich, ihr müsst sie anpassen. Ganz einfach, machen wir es so, ihr müsst sie anpassen. Das funktioniert nämlich sonst nicht. Das heißt, ich schaue natürlich, wie kann ich das Ganze, ja, das Video läuft, da passt, wie ich das Ganze noch einstellen kann oder ich stelle mir das halt noch so ein, dass es dann halt nachher farblich ungefähr passt. Und das Skin Dark habe ich, glaube ich, nämlich noch vergessen. Das hatte ich natürlich auch noch. Und ich mache jetzt natürlich mir eine eigene Mischung und zwar ist das Skin Tan und Skin Dark. Und von dem Skin Tan nehme ich hierfür einen Tropfen und von dem Skin Dark nehme ich 4 Tropfen. Und das ergibt meinen, habe ich mir extra für euch, habe ich mir das extra hier aufgeschrieben, damit ich das auch hundertprozentig weiß, ihr seid meine Zeugen. Das ist unser Grundton und mit dem Grundton werden wir natürlich arbeiten. Jetzt habe ich natürlich hier schön, wie ich gerade mal auf der Kamera sehe, hinten ja schön das ganze Geraffel, Alter. Das sieht ja, ja, ja gut, die Seite seht ihr normalerweise nie von meinem Raum. Ist Debüt, genau.
Und dadurch haben wir natürlich Skin, haben wir einen Grundton. Also ein Tropfen Skin Tan und vier Tropfen Skin Dark ergibt hier den Grundton, den ich benutze. Den habe ich jetzt, glaube ich, nicht gleich am Anfang, sondern den habe ich dann während des Prozesses für mich rausgefunden. Und das ist der Grundton, mit dem ich erstmal arbeite. Und dann werde ich eigentlich immer dünkler. Das ist ähnlich wie bei dem Ghost Black Set oder vielen anderen Herangehensweisen, dass man von hell zu dunkel schafft. Hier wende ich das auch an und das werde ich auch anwenden, wenn ich jetzt hier meinen Shining Fuzzy anfange. Das werde ich heute noch rausschießen. Also ich mache das hier noch heute davor, weil ich crazy bin. Und genau, was machen wir jetzt? Ich fahre jetzt einmal so ein bisschen die Struktur ab, guck mal, wie funktioniert so die deckende, wie funktioniert so der deckende Farbton, wie läuft das Ganze. Ich habe immer natürlich noch die Iwata, die noch nicht gereinigt ist. Und ja, muss mich dann auch so ein bisschen reingrooven. Erstmal ein bisschen was trinken. Bin natürlich schon wieder ein bisschen verkältet. Warum? Eigentlich auch nicht. Aber ich habe auch richtige Scheiß-Pollen- und Scheißallergie. Das heißt, draußen fliegt wieder alles rum. Ich werde wieder sofort zu. Und ach, es ist einfach nur herrlich. So macht das richtig viel Spaß. Und ich grüße natürlich euch, Lieben. View die Zuschauer und natürlich die Live-Zuschauer auf der Premiere. Ich hoffe, ihr seid wieder zahlreich hier. Ich grüße euch. Ein schönes Hallo. Und ja, jetzt muss ich mir extra wieder ein bisschen richten, ein bisschen die Haare machen und kann hier nicht in meinem Schlafanzug und mit einer Hand an den Eiern kraulend hier die Voice-Over-Aufnahme machen. Sondern muss man hier ein bisschen was machen. Und ja, ist wieder anders, aber vielleicht, wenn es euch gefällt, dann mache ich das doch liebend gerne. Genau. Und jetzt fange ich mal sachte an. Und zwar habe ich erstmal versucht, so ein bisschen die Strukturen einzuarbeiten von der Stirn, die ganzen Falten, einfach ein bisschen einen Anhaltspunkt haben. Beim Weiß ist das für mich recht einfach, weil ich lege einen dickeren, kleineren Stich vor, wie beim Kratos oder beim Skull oder bei den ganzen anderen Sachen, die hier rumhängen. Dann lege ich halt einen so einen kleinen Strich vor, relativ dick und also relativ gebündelt die Farbe und dann kann ich weiter rumnebeln, ohne dass mir dieser Strich verloren geht. Da kann ich mich immer dran orientieren. Also so arbeite ich dann mich so ein bisschen fast schon skizzenmäßig immer in die Bilder rein. Hier funktioniert das jetzt natürlich nicht ganz so oder halt anders, weil es halt deckende Töne sind. Und wenn ich da halt viel ausnebel, dann geht der Strich halt eher schneller verloren. Ist für mich natürlich wieder ganz anderes Arbeiten. Wie gesagt, habe ich noch nie vorher so gemacht, noch nie ein Porträt gemacht mit deckenden Tönen. Deswegen ist das relativ neu für mich und das hier ist wieder so ein Prozess. Ich sag's euch, ich habe null Plan, wie ich da rangehen soll. Ich mache es einfach irgendwie und wenn am Ende was bei rumkommt, bin ich zufrieden. Und das ist doch das Geile. Absolute Planlosigkeit. Ich find's geil. Genau, und so arbeiten wir uns hier nämlich schön vorwärts. Man sieht schon, wenn ich so ein bisschen hier die dünkleren Sachen hier gerade das hier und das hier, wenn das hier so ein bisschen, man sieht schon, dass das ein bisschen deckender bleibt und dann halt auch gut länger sichtbarer bleibt, aber es verdeckt auch noch nicht ganz 100% hier den Strich vom Bleistift, ist aber nicht so wild, weil wir noch das Ganze weiter bearbeiten. Also das ist wie bei dem Weiß. Das erste Weiß, was ich vorlege, ist auch nie das fertige Weiß. So gut wie nie. Weil danach komme ich noch mit Schwarz rein. Und wenn ich da mit Schwarz reinkomme, gibt es eh immer die leichte Blauverschiebung. Und dann arbeite ich meistens eh nochmal mit Weiß drüber, damit das auch nochmal ein bisschen weggeht. Und dann gehe ich im Regelfall vielleicht sogar nochmal mit ein bisschen Schwarz drüber. Und dann hat sich das irgendwann, deckt auch alles. Und dann passt das gut. Und hier muss ich einfach mal gucken, wie ich da anfange. Und ich sehe gerade hier, Discord dreht völlig ab. Dann muss ich vielleicht hier mal das Ganze mal kurz ausmachen. Sonst haben wir hier die ganze Zeit das Gebabbel. Ah, jetzt soll es nicht meine Einstellungen öffnen, du dummes Ding. Ja, hallo. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es... Oh, ich kann hier während der Aufnahme natürlich nicht groß rumfummeln. Das ist sehr blöd hier. Nehme ich mal über das Aufnahmeprogramm und nicht über das OBS auf. Das ist wieder ganz anders, wieder ein ganz anderer Schnack und Käse.
hoffe mal, dass ihr jetzt einfach nicht so viel in Discord schreibt. Aber der Nils ist ja mal wieder, also der Chaos nimmt es wieder von den Toten zurück. Ich feiere es sehr. Genau. Jetzt seht ihr, ich muss mich da mega rantasten. Das ist wirklich nichts, wo ich jetzt einen Schnellschuss machen kann oder, sag ich mal, aus meinem gewohnten Habitat muss ich da raus, aus meiner Wohlfühlzone und mal schauen, wie ich das jetzt auf die Beine bringe. Und ist doch mal spannend für euch zu sehen, wie ich da einfach das mal, wie jemand da rangeht, der auch schon mehr Erfahrung hat, so wie ich, aber dann einfach in dem Sinn keine Erfahrung hatte, dann einfach mal rumprobiert. Und so arbeite ich eigentlich sehr, sehr oft. Das ist wirklich erschreckend für euch vielleicht, aber sehr, sehr oft arbeite ich so, dass ich am Anfang immer keine Ahnung habe, wo soll ich eigentlich überhaupt anfangen und wo endet das Ganze. Das wird genau das Gleiche heute mit dem Ghost Black Set sein. Ich habe schon im Kopf, was ich da ungefähr machen möchte, aber ob das nachher zu 100% so hinhaut, das steht wieder auf einem ganz anderen Blatt. Und so verhält sich es jetzt hier auch. Das ist wieder was ganz was Eigenes und ja, ich finde es ganz geil. Oh, glänze ich heute wieder. Ich habe noch nichts gesoffen, aber so ein rotes Gesicht von den ganzen Pollen. Es ist ja alles so geschwollen und ach, dann sehe ich schon wieder aus wie hingekackt und hingeschissen nur. Geil. Genau. Genau. Das sage ich sehr oft, wenn ich Voice-Overs mache. Fällt mir auf. So, dann. Jetzt fahre ich natürlich erstmal einmal so das grobe Ding ab, damit ich einmal diesen Hautton überall ungefähr habe. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie genau ich jetzt hier noch weiter vorgehe. Das werde ich jetzt wieder sehen, wenn ich es mache. Ich weiß, dass wir immer dünkler werden, was auch Sinn macht. Und zum Highlighten nehme ich nachher wieder das. Genau, wir werden nämlich dünkler nachher beim zweiten Schritt. Das kann ich euch jetzt auch schon sagen. Warum eigentlich nicht? Beim zweiten Schritt nehme ich zum Abdunkeln das Skin 10 pur, ohne Mischung. Und dann nehme ich beim dritten Schritt das Flash Brown und gehe noch tiefer, mache noch eine tiefere farbliche Ebene rein und so kriege ich eine schöne Rundung und alles. Und ganz zum Schluss gehe ich nochmal hier und da ein bisschen mit dem Blood Red rein und mache das Ganze noch ein bisschen so fleischiger und ein bisschen noch da, wo es halt wirklich nochmal ein bisschen Bums braucht, da gebe ich es dem. Und ganz zum Schluss, das ist Schritt 5, da gehe ich dann mit dem Skin 10 Light rein und mache die Highlights, aber auch nicht wirklich viel, nur punktuell und hier und da ein bisschen und highlight dann nochmal die Haut. Und dann gehe ich bei Schritt 6 mit dem Medium Ghost Black von dem Ghost Black Set rein, das ist so ein Medium Schwarz, und gehe da rein und verfeine noch ein paar Sachen. Und dann gehe ich nochmal nach dem Medium Ghost Black, gehe ich nochmal mit dem Deep Black, mit dem ganz Schwarz rein. Also das sind die zwei Schwarzschritte. Das ist Schritt 7. Und dann kommt Schritt 8. Und dann nehme ich zum absoluten Mega-Highlight nur noch das Extreme White. Und das sind ziemlich viele Schritte für so ein Porträt in Farbe. Und das ist ziemlich aufwendig. Ich habe jetzt hier natürlich eine kleine Leinwand gewählt, auch mit Absicht, damit sich das nicht so lange zieht, damit ich hier nicht eskalieren muss, wie wenn ich das jetzt auf 50x40 oder 60x80 oder weiß der Geier was gemacht hätte sich das gezogen in so langen Schritten und da hatte ich eigentlich keine Lust, so viel mit den Hauttönen rumzufuchteln. Erstmal, weil ich, wie gesagt, das eh noch nicht gemacht habe, habe ich das natürlich hier auf der, ich glaube, bei 24 auf 30 müsste das sein. Und die Leinwand ist relativ angenehm, um da jetzt ein Porträt drauf zu machen. Der Nachteil ist natürlich, dass es relativ klein ist. Und umso kleiner, umso schwieriger ist es natürlich, mehrere Details unterzubringen. Umso ein größerer Bild, umso einfacher natürlich sind Details einzubringen. Das muss man sich natürlich auch mal vor Augen halten. Und das ist dann halt einfach. So habe ich mal wieder auf meine Evolution Silverline gewechselt. Ich hatte danach, glaube ich, 3 Guns, weil eine hat wieder die, ich glaube, die Warta wollte dann gar nicht mehr. Und dann hatte ich in einem immer den einen Hautton drin, dem anderen die Mischung. Und dann habe ich da mal ein bisschen rumgefummelt. Ich bin halt gern so ein Fummler. Und jetzt muss ich halt einfach schauen. Hier bin ich noch viel am Rumexperimentieren, bis ich den Grundton habe, mit dem ich nachher dann, sagen wir es mal so, mit dem Aufbau bin ich nachher dann viel schneller und dann auch habe ich es dann für mich gerafft, so, das ist jetzt mein Weg, das funktioniert so gut, da habe ich mein Fetz dran,
die Mischung ist gut und dann weiß ich, okay, jetzt nehme ich den Grundton, jetzt gehe ich einen Schritt tiefer, jetzt gehe ich noch einen Schritt tiefer, jetzt kann ich da nochmal eine Ebene einbauen, um das abzudunkeln. Wenn ich es ganz krass haben will, nehme ich noch das Schwarz oder das Medium Ghost Black und so weiter und so weiter. Und dann habe ich einen Ablauf, an den ich mich immer halten kann und dann wird das immer vom Farblichen her immer gleich aussehen. Ich will natürlich nicht alles, dass immer alles gleich aussieht, sondern halt, ihr wisst, was ich meine, ist, dass ich halt immer den gleichen Farbschema habe, an dem ich mich orientieren kann. Und jetzt seht ihr, jetzt habe ich die Hautmischung gut und lege jetzt erstmal alles grob vor, damit ich einmal auch was Deckendes habe. Ich habe die Leinwand natürlich, und das habe ich, glaube ich, schon im ersten Teil erzählt, nicht grundiert, weil ich keine weiße Grundierung mehr da habe. Auch momentan gerade keine schwarze mehr da. Das wird jetzt bald, werde ich mir noch ein bisschen was bestellen müssen. Aber ich habe ja noch so viel Synthetikpapier, Synthetikpaper. Und damit kann ich jetzt auch erstmal noch ein bisschen was machen. Habe ich übrigens hier auf dem, das Übungsbild, was wir jetzt dann machen mit dem Shining. Es fällt mir gerade original der Name nicht ein von dem Hauptdarsteller. Heieiei. Ach, egal. Und das habe ich tatsächlich auch gedruckt, drauf gedruckt. Das war auch noch so ein Experiment, ob das überhaupt funktioniert. Nach einem Tag trocknen hat es funktioniert. Davor hat es sich noch leicht wegwischen lassen. Also, aber das erzähle ich euch dann sowieso heute Abend. Drauf geschissen. Genau. Die rechte Seite hier, da müsst ihr euch nicht wundern. Ich fahre jetzt mit der Maus hier rum und klicke hier rum, weil es mir jetzt wurscht ist. Die ganze Seite hier, das hier oben, ich glaube hier, das wird alles so ganz, ganz schwarz. Das ist so dunkel, das seht ihr nachher gar nicht. Deswegen ist es wurscht, ob ich es mache oder nicht. Also, da nebel ich nur so ein bisschen hier rein, damit das nachher ein bisschen auch hat, damit ich mit dem Schwarz auch gegenkontern kann. Das ist immer wichtig. Das ist die ähnliche Thematik wie bei der Biene jetzt vor kurzem mit ihrem Bild. Man muss immer genug vorlegen, um auch mit anderen Tönen arbeiten zu können. Im Schwarz-Weiß-Bereich muss man halt sehr viel mit Weiß vorlegen, um dann auch mit Schwarz was machen zu können. Wenn ihr nachher das Schwarz nehmt, was von der Leinwand ist, das ist immer ein bisschen Käse. Und wirken die Bilder sehr schnell sehr geisterhaft oder so Ghost Flames-mäßig, wenn man sich das immer wirklich anguckt. Deswegen immer gut genug vorlegen, dann lieber mit Schwarz reinarbeiten und dann kann man mit Schwarz nochmal verschiedene farbliche Ebenen einbauen, verschiedene Grautöne und dann nochmal mit dem Weiß zurückkommen. Dann bekommt man nämlich einen schönen Tiefeneffekt rein. Das ist wichtig zu wissen. So baue ich meine Bilder immer auf. Heieiei, jetzt kommen wieder die Pollen. Nase schon wieder fast zu hier. Jetzt ist es mal noch Tee. Heute Abend wird es Konzentrat von Apfelsaft sein. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Das ist so geil. Ja, jetzt habe ich hier das Licht anmachen müssen. Hier von meinem kleinen Strahler in den Augen. Das ist hier völlig baller. Aber das geht heute noch so. Da muss ich mir mal noch was überlegen. Gescheites Licht noch besorgen. Aber mit dem Ton kann ich jetzt schön auch farbliche Ebenen einbauen. Ihr seht es hier links an der Backe. Da habe ich eine ganz andere Tiefe schon, nur weil ich mehrfach drüber gegangen bin. Hier ist es schon wieder viel heller. Und so kann ich schon hier ein bisschen rausfaden lassen, das Ganze. Da ein bisschen rausfaden und dann bekommt das alles gleich schon eine Dreidimensionalität. Und die wollen wir ja eigentlich haben. Und so könnt ihr mit einem Farbton auch schon mit Weiß und wenn ihr Weiß vorlegt auf einem schwarzen Grund, könnt ihr immer schon anfangen, Räumlichkeiten einzubauen, Dreidimensionalität einzubauen. Das ist eigentlich mega entscheidend, vor allem bei Porträts ist es sowieso ganz wichtig, um da einfach einen besseren Effekt hinzubekommen. Und wenn ihr das für euch schon selber anfangt, so, dann habt ihr auch viel mehr davon, weil ihr schon euch selber auch eine Hilfestellung gebt. Dann könnt ihr euch schon an eurem eigenen Gemachten orientieren und könnt schon ein bisschen einschätzen, vielleicht da noch ein bisschen heller, vielleicht da noch ein bisschen dunkler, vielleicht ist das so oder so noch besser. Und das die Vorgehensweise präferiere ich ganz gerne, weil das mir einfach mega hilft, mich selber an meinem Bild zurechtzufinden. Und so gehe ich gerne voran. Und das macht eigentlich, es hat eigentlich mega Spaß gemacht, das Ganze. Ich finde es eigentlich richtig, richtig cool. Und ich muss mal wieder was mit Farbe machen, mal wieder mehr mit Farbe machen. Irgendwann vielleicht auf dem Synthetikpapier. Jetzt üben wir mal erstmal das Ghost Black Set zum Üben. Dann mache ich mal ein Porträt drauf, ohne Druck, sondern einfach von Hand gezeichnet. Und dann gehe ich da nochmal ab. Und dann schaue ich mir, vielleicht mache ich da mal was mit Farbe auf dem Synthetikpapier. Das wäre auch mal noch ganz fetzig. Ich mache das gerne, weil ich kann gut auf... Oh, komm, ich schon wieder das Essen hoch. Geil.
Ich kann ganz gut auf Schwarz-Weiß arbeiten. Das kann ich. Das ist mein Wohlfühl-Area. Das ist auch mein Ding, auch so ein bisschen mein Stil, würde ich schon fast sagen. Und das mache ich auch gerne. Das wird hier auch immer noch viel Thema sein auf dem Kanal und das werde ich auch immer wieder machen. Aber ich mache auch gerne mal andere Sachen. Nicht nur zur Abwechslung, sondern auch zum Lernen. Einfach drinnen bleiben. Immer mal wieder was Neues probieren, kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr schon lange dabei seid und euer Ding immer macht. Probiert gerne mal was anderes aus. Schaut mal daran. Wenn ihr dann ein bisschen was anderes macht, dann lernt ihr wieder was ganz Neues und lernt wieder andere Herangehensweisen, weil ihr müsst was neu machen oder anders in den meisten Fällen. Und das wiederum bringt euch natürlich einfach in dem ganzen Thema weiter. Und das ist doch am Endeffekt das, was man am Ende will, nämlich besser werden. Deswegen mache ich auch mit euch die ganzen Übungsbilder, damit ihr besser werdet. Und das klappt bei ganz vielen super toll. Und das finde ich auch richtig klasse. Und die Jana Erbersch hat auf Discord auch wieder den Hund gemacht, den hat auch die Biene gemacht, Biene sag ich schon, die Elke. Und die haben die beide schon super cool gemacht. Also, wenn ihr da dran bleibt, dann sehen die schon, werdet ihr dadurch auch schon besser. Und das ist sehr, sehr cool. Auch ich mache die Übungsbilder mittlerweile ganz gerne. Vor allem, wenn dann so Experimente wie jetzt dann bei rumkommen mit dem Synthetikpapier, mit dem Ghost Black Set an sich. Dann nochmal ein bisschen mit Radieren, ein bisschen mit Kratzen. Ihr wisst, ich bin nicht so der Fan davon, aber ich probiere es trotzdem gerne aus. Der Stil gefällt mir da nicht so ganz. Die Optik gefällt mir davon nicht immer ganz so, nicht ganz so. Mir gefällt das Handgemachte immer ein bisschen besser. Deswegen bin ich da nicht so der Freund von. Deswegen arbeite ich auf Synthetikpapier auch gerne noch immer mit der Gun. Und das ist eigentlich ganz spannend beim meinem Miniskalko. Andere stellen sich auf den Tisch ihrer Familie oder so. Oder Kinder vom Fotos vom Kind oder so. Und bei mir ist natürlich hier, ach, die Cam ist hier. Habe ich hier schön meinen Miniskal gemacht. Der ist sehr, sehr cool, aber den habe ich komplett, ja, ich zeige es euch jetzt einfach hier kurz mal, komplett nur mit der Gun gemacht, weil ich das halt cooler finde. Es hat einen cooleren Effekt, hätte ich natürlich auch kratzen und radieren können wie so ein Affe, aber wollte ich nicht. Ich wollte einfach das von Hand machen. Jetzt beim Shining-Typ wird das nicht der Fall sein, weil da will ich ein bisschen mehr das eben mal ausprobieren und auch testen und dem Ganzen auch nochmal. Ja, nicht unbedingt eine Chance geben, das nicht, weil ich lehne es ja nicht kategorisch ab, sondern mir gefällt der Stil halt dahinter nicht immer ganz so schön. Aber ich probiere einfach nochmal gern da dran rum und lerne auch wieder dazu und dann sind wir wieder beim Thema, deswegen ist das gar nicht schlecht. So, jetzt habe ich das Skin Tan drin, zum Abdunkeln müsste das sein. Das Skin Tan ist nämlich, müsste das Dunkle eben sein, ja, genau. Und das Skin Tan nehme ich jetzt erstmal nur um die ganzen, ja, die Sachen, die ich vorher schon ein bisschen vorgelegt habe mit unserer Grundmischung, die werde ich jetzt nochmal nachlegen mit dem Dunklen, damit ich A nochmal die Tiefe habe, auch nochmal die Anhaltspunkte besser habe. Und natürlich ist da, wo es tiefer ist, auch dunkler, ist ja klar. Also passt das sowieso schon dreimal. Und jetzt arbeiten wir uns damit eben schön vorwärts. Und das ist eigentlich schon das Coole daran. Ha, ich sag's euch. Das wird heute Abend auch noch lustig. Da fange ich noch hier an, so rumgehustelt an. Ich gehe auch hier so ein bisschen, schon ein bisschen hakelig hier vorwärts. Noch nicht so krass wie beim Kratos. Wenn ihr mich auf Discord oder auf Instagram verfolgt, dann werdet ihr den hier schon gesehen haben. Da habe ich das sehr aufs Exempel statuiert, die Porengestaltung. Hier habe ich es ein bisschen weniger gemacht, weil ich einfach weniger die Möglichkeit hatte, das gescheit einzuarbeiten. Ich mich mehr auf die Farbe konzentrieren wollte und jetzt nicht so auf die krasse Hauttextur. Aber ich fange trotzdem schon an. Hier nicht ganz so krass eben wie beim Kratos, eben durch ein bisschen unwillkürliches Muster, das ich aber willkürlich ausgewählt habe, ein bisschen diese Hautstruktur einzuarbeiten. Und dadurch kriege ich nochmal ein bisschen eher realistischeren Look. Wenn ich das jetzt natürlich nur mit Farbverläufen machen würde, würde der aussehen wie der Botox John McClane und den will ja keiner haben. Und deswegen bringe ich da so ein, mache ich da hier für mich so einen guten Kompromiss aus. Bisschen Details, aber auch ein bisschen nicht so Details. Einfach so, dass ich da jetzt auf der Größe zurechtkomme und nicht da noch irgendwie groß stundenlang rumhaben muss, damit das gut aussieht. Und deswegen war ich damit echt zufrieden. Bin ich auch jetzt noch zufrieden, wenn ich ihn mir angucke. Für die Größe, weil das Gesicht ist ja auch noch mal viel kleiner. Auf der kleinen Leinwand, dann wird das ja noch kleiner und deswegen bin ich mit der Detailtiefe mehr als zufrieden und das hat mir schon richtig Spaß gemacht. Und da schauen wir jetzt einfach mal. Muss ich mal gucken, dass ich da oben hingucke.
Ha! Ist natürlich gar nicht so einfach. Am Anfang, also hier der ganze Prozess, wo ich noch überhaupt nicht weiß, wohin das Ganze geht, war ich mir sehr lange sehr unschlüssig, ob das überhaupt was wird oder ob ich dir überhaupt die richtige Herangehensweise wähle dafür. Aber auch hier, ich habe mir weder irgendwas anderes angeguckt oder mir irgendwelche Gedanken im Vorfeld groß drüber gemacht, sondern ich habe einfach angefangen. Und das muss ich sagen, das kann eine Stärke, es kann auch eine Schwäche sein. Für mich ist es tendenziell eher eine Stärke, sehe ich das. Und ich bin da einfach gerne ein Macher. Kommt wahrscheinlich auch von meinem Handwerk noch her. Ich mache einfach die Sachen und fange einfach an. Und oft geht das sehr gut, passt das sehr gut, ohne dass da jetzt irgendwas Schlimmes bei rumkommt. Und das ist auch bei den Bildern so. Ich fange lieber an und mache einfach. Ich will gar nicht lange rumdoktern und philosophieren und wenn ich das so mache und gucke mir da 2000 Videos an oder so. Nee, ich mache es jetzt einfach mal. Auch mit der Gefahr, dass es vielleicht nicht funktioniert oder nicht hinhaut. Aber das tut es eigentlich selten. Deswegen bin ich mir da immer, ich mache einfach. Ich bin einfach ein Macher. I can make it. Oh, ey, mit der Lampe, so ein glänziges, fettiges Gesicht. Muss ich hier mal ein bisschen. Hey, genau. Ich kann die nicht dünkler machen, ey. Jetzt wird's noch. Jetzt bin ich braun gebrannt. Richtig braun gebrannt. Ja, rumspielen. So, lassen wir es so einfach. Genau. Ach, die Technik. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das hier in meinem kleinen Kabuff hier für ein Rumgefuchtel ist. Wenn die ganzen Aufnahmen und hin und her gestelle, das ist manchmal echt. Bräuchte ich mindestens einen Raum, der doppelt so groß ist, nur fürs Airbrushen. Gescheite Fläche zum alles machen, wo ich nur hingehen kann, Knöpfchen drücke, damit der Rechner hochfährt und dann schon gleich anfangen kann. Das wäre natürlich perfekt, hey. Aber so ist es nicht. Das ist es. Ja. Jetzt bin ich natürlich immer noch ein bisschen am Rumprobieren. Ihr seht, ich gucke immer, wenn sich, wie gesagt, die Mischung war jetzt nicht gleich von Anfang an fertig. Und da bin ich jetzt schon relativ viel am Hin- und Her-Switchen. Aber ihr seht jetzt schon zum Beispiel schon hier oben die Kante hier, die ist jetzt schon fast verschwunden mit dem zweiten Schritt, mit dem Skin Dark. Und deswegen ist das auch hier fast nicht mehr sichtbar. Und wenn man dann so vorwärts geht, dann hat man da gar keine Probleme. Und ich weiß, dass ich ja noch lange nicht fertig bin und dass ich rechne damit, dass ich das wahrscheinlich noch mehrfach abcovern muss, weil es farblich nicht passt, war Gott sei Dank nicht der Fall. Aber weiter bin ich mir sowieso immer sicher, dass ich das abdecke. Und das könnt ihr auch ein bisschen so für euch selber mal nehmen, wenn ihr vorzeichnet und so, auch bei den Schwarz-Weiß-Bildern, wenn man in der Regel noch euren Bleistiftstrich sieht oder eben euren Buntstift von, ich nehme ja immer Faber-Castell, einfach den weißen Stift zum Vorzeichnen. Wenn man den meistens noch durchschimmern sieht, dann habt ihr das nicht richtig gemacht, ja. Weil das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Es müsste überall genug Farbe drauf sein, damit das gecovert wird. Bei mir ist das so gut wie nie sichtbar. Das ist eigentlich nie mehr sichtbar, weil ich einfach so viele Schichten aufbaue. Oder halt einfach mit dem Weiß so eine Deckkraft aufbringen, dass es halt wirklich passt. Jetzt sieht das Ganze noch echt ganz schön spooky aus, muss ich sagen. Richtig, richtig abgefuckt irgendwie. Aber das wird auf jeden Fall noch, ich finde das Endergebnis ziemlich cool. Ihr seid doch wieder so nah ran, gell? Abstand. Ich sag's euch, wir waren jetzt hier bei Instagram mich verfolgt, da habe ich es in die Story reingepostet. Da waren wir natürlich schön unterwegs mit der Family auf dem Bodensee Zoo. Näher muss ich nicht drauf eingehen. Und meine Fresse, war da viel los. Also da war so viel los, da war eine Schlange draußen, die ging echt nahe 30 Personen lang. Also das war so übel. Aber wir waren Gott sei Dank mega früh da und dann hat das bei uns noch alles schön gepasst. Wir hatten noch Platz und Raum, aber als wir gegangen sind nach 3 Stunden oder so, weil die Tochter wollte einfach nicht weg. Das Schaukelpferd, die echten Pferde, ihr könnt es euch vorstellen, die hat da solche Augen gekriegt. Ja, da war nachher eine Schlange, boah, lecko mio, hey. Aber es war auch ein richtig geiler, sonniger, windstiller Tag und da waren wir Gott sei Dank mega früh dran. Und dann hat das noch gepasst, aber die ganzen Horden an Leuten, da kriege ich immer das Kotzen, wenn ich dann so eine Flut an Leuten habe. Also ich bin absolut kein Stadtmensch, das könnt ihr mir gleich glauben.
Ich glaube, ich würde in der Großstadt voll abkotzen, weil so vielen Haufen Leute, das ist gar nicht meins. Ich bin ein Dorfkind und ich habe es auch mal ganz gern, wenn einfach nur kilometerweise nur grüne Wiese kommt. Ja, das war mir dann schon teilweise echt zu viel nachher, der ganze Tumult. Aber meiner Kleinen hat es mega Spaß gemacht. Es war richtig, richtig geil. Also Überlinger Bodenseezunge, ich weiß gerade nicht mehr, Reuteschen oder wie das heißt. Sehr empfehlenswert. Kostet auch kaum Eintritt. War eigentlich echt nicht schlecht. Und jetzt sehen wir, oben wird es schon langsam viel besser hier an der Stirn hier oben. Ich habe jetzt gerade zu viel gelabert und nicht aufgepasst, aber der Bereich hier oben, gerade das hier hingehend, hier an den Augen, das fange ich jetzt langsam an mit dem Skin Tan, schön einzufärben, mehr schon einzufärben eigentlich. Aber was ist einfärben? Ich sage immer einfärben, weil ich eigentlich nur Transparente benutze. Sondern ich mache da schöne Farbverläufe, sagen wir es so. Und zwar in unseren Grundton rein, aber cover den nicht einfach blöde ab, sondern lass das schön smooth auslaufen. Und dann kriegen wir auch da wieder schöne Farbverläufe hin und das macht es dann gleich authentisch. Und ich finde die obere Stirnpartie jetzt schon sehr ansprechend im Vergleich zu vor noch ein paar Minuten. Und ich muss mal schnell schauen. Da flitze ich jetzt zu meinem Regal. Ich lasse es jetzt einfach laufen, weil ich frech bin. Und guck mal schnell, ob das schon das Flash Brown ist oder ob das immer noch das Skin Tan ist. Müssen wir kurz gucken. Petsiwal. Nein, das ist immer noch das Skin Tan. Das sehen wir, das ist relativ dunkel. Ja, das blöde Licht, der überstrahlt natürlich hier alles. Ihr seht jetzt, das ist noch relativ. Das Flash Brown ist noch viel krasser dunkler. Genau, das ist schon quasi Schritt 2. Grundton war ja, wie gesagt, Skin Tan, Skin Dark, 1 zu 4. Und jetzt ist einfach pur Skin Tan drin und können wir natürlich schon eine weitere Ebene einbauen. Und das Schöne ist natürlich, dass wir natürlich durch die Mischung schon anteilig was von dem Skin Tan schon drin haben in der Grundierung. Deswegen schmiegt sich, sorry, das auch mühelos oder schön nachher in das pure Skin Tan ein. Skin Tan. Ich weiß auch nicht, Skin Tan. Aber manchmal habe ich so einen sprachlichen Durchfall, das ist furchtbar. Genau, und deswegen schmiegt sich das wunderbar an. Und dann haben wir da nämlich einfach richtig was Feines. Und so macht das Malen oder der Aufbau eigentlich auch sehr viel Spaß. Also da habe ich nachher richtig Bock bekommen. Jetzt, wenn ich es wieder sehe, verchecke ich auch schon wieder, wie ich das jetzt gemacht habe. So aus dem Stegreif hätte ich das jetzt nicht mehr gecheckt, aber jetzt bin ich wieder voll drin, wie ich das nochmal alles gemacht habe. Und deswegen werde ich doch auf Synthetikpapier nochmal irgendwas machen. Vielleicht nicht gerade ein Porträt, da mache ich jetzt eh gerade viele. Vielleicht mal was ganz anderes oder so, irgendwas Abgefahrenes. Vielleicht mal irgendwas wie der Hardy, so irgendwas Blaues mit dicken Titten, irgendwie sowas vielleicht. Der musste sein. Der Hardy macht immer nur, ja, schaut es euch auf Discord an, wisst ihr Bescheid. Geil. Ja. Hier natürlich, die Guns haben jetzt schon ein paar Stunden hinter sich und ihr seht jetzt hier, die Infinity ist verstopft. Ich habe gerade den Trigger gezogen, es kommt nichts mehr raus. Ist natürlich auch die 0,15er Düse Nadel drin. Ist natürlich eigentlich auch viel, ja, neigt eben viel schneller dazu zu verstopfen. Ist jetzt hier aber auch eigentlich gar nicht blöd, weil wir hier sehr detailliert arbeiten, ist die Pistole schon ganz gut dafür. Hätte ich vielleicht mit einem Tropfen das Ganze verdünnen sollen, aber die Farbe von der Airbrush Color View sind eigentlich sehr geil eingestellt und deswegen auch hier natürlich hatte ich die Farben da noch nicht lang. Jetzt habe ich wieder eine ganz neue Gun und also so viele Faktoren eigentlich an dem Bild, wo ich rumfuhrwerkt habe, wie so ein Verrückter, dass das im Endeffekt überhaupt noch was geworden ist, ist mal wieder echt faszinierend für mich selber. Und eigentlich wieder mehr Glück als Verstand, aber hey, wenn es funktioniert, das ist mein Life. Ah, ist das geil. Schön wieder der Patsy. Oh, ich bin so beschüttet, so bekloppt, ey. Jetzt kriege ich gleich wieder meine 5 Minuten, muss ich aufpassen. Jetzt habe ich natürlich ja nichts anderes zu trinken mehr. Jetzt muss ich gleich nachher mal Pause machen.
Das Blöde ist, wenn ich jetzt hier Pause drücke, dann macht er das schon. Aber ich sehe nicht, wenn ich dann einfach wieder Start drücke, dann geht es auch weiter, aber ich kriege keine Rückmeldung, weder beim Halten noch beim Starten. Das heißt, wenn ich mich dann verdrücke und ich nehme einfach auf und mache Beenden am Ende, dann weiß ich gar nicht, ob ich aufgenommen habe. Oh, ist das geil. Warte, wir machen noch kurz ein bisschen, bevor ich mir noch was zu trinken holen. Ich merke schon wieder, wie trocken der Hals ist. Furchtbar. Jetzt nehmen wir nämlich nochmal Skin Tan und gehen nochmal ein bisschen an die Stellen, wo ich es noch dunkler haben will, weil ich gehe ja, wie gesagt, immer sachte ran. Das ist eins, was ihr machen könnt. Mit Amore. Das ist wie wenn ihr eure Frauen streichelt oder eure Männer, wenn ihr Frauen seid oder wenn ihr Frauen streichelt. Mit Amore. So behandelt ihr die Gun und so behandelt ihr auch eure Bilder. Geht da mit ganz viel Gefühl ran. Dann habt ihr in der Regel kaum Probleme. Wenn ihr da schön mit Gefühl rangeht und vor allem das nachher dann schön richtig, also wirklich Schicht für Schicht aufbauen. Und das mache ich gerne. Das habe ich sehr gut drin. Deswegen sind meine Sachen auch, glaube ich, im Großteil eigentlich auch einfach so gut, weil ich da sehr, sehr mit sehr viel Amore rangehe und dann wirklich eine Schicht drauflege. Noch eine Schicht. Ein bisschen das im Gefühl habe. Und dann sag lieber, gehe ich dreimal drüber. Und das sind auch in 5 Minuten. Bevor ich in 2 Minuten einmal so stark drüber gehe, dass ich kaum noch reparieren kann oder wieder von vorne anfangen kann. Also da ist irgendwo Nutzen und Verstand muss man da einfach abwiegeln. Und jetzt mache ich kurz ein Päuschen, ihr Lieben. Bis gleich. Sodale, ich bin wieder zurück. Hab die Jalousie hochgemacht. Ist hier wieder so duster da drinnen ist. Geht zwar ein bisschen mein schönes Gesicht hier ein bisschen verloren, aber was soll's, wa? Oh, Leute, Leute. Ich brauche unbedingt Apfelsaft. Ich glaube, er ist dringend nötig. Zum Wohl. Cheers. Auf euch. Auf Freitagabend. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Arbeitstag und seid jetzt glücklich daheim. Könnt euch schön auf eure Couch fläzen, euch die Eier kraulen. Was sagt man eigentlich bei Frauen dazu? Frauen können sich schlecht die Eier kraulen. Was sagt man da so umgangssprachlich für Frauen? Da gibt es, glaube ich, gar nichts, oder? Bei Männern sagt man das, ich sag das immer so, ich kraule mir den Sack. Ja? Kann man sich noch was überlegen? Ihr dürft gerne erfinderisch sein und in den Chat schreiben. Ich erlaube es heute. Oh, was habe ich hier gemacht? Habe ich ihm jetzt einen schönen Schnauzer verpasst hier unten? Hier der schöne Strich. Einmal richtig schön fett hier. Nein, das ist natürlich hier das Flash Brown. Da gucke ich jetzt mal, wie dunkel das ist. Oder habe ich da zufälligerweise vielleicht noch das Schwarz drin gehabt von den Wolkenkratzern und habe das jetzt schnell rausgenommen, weil mir das zu dunkel war. Das kann auch sein. Da muss ich jetzt gerade einfach nochmal schauen. Oh, ich hoffe, man hört natürlich meine Kleine nicht. Die ist jetzt gerade so am Rummotzen. Die ist gerade richtig motzelig zur Zeit. Die kleine Maus. Und da muss ich mal kurz auf. So, einmal kurz wieder Armageddon. Und jetzt passt das wieder. Hoffentlich. Ja. Genau. Ich nehme das Flash Brown. Das Flash Brown. Das ist das Schöne hier. Dieses schöne Flash Brown. Das sieht aus wie meine Kaka. ja, das nehmen wir jetzt hier und machen das Ganze schön, da wo es richtig schön dunkel wird. Fangen wir halt, wir machen halt einfach, gehen immer eine Ebene tiefer. Das machen wir jetzt hier eben auch. Und was ich so schön bei den Color for Use finde, generell bei der ganzen Airbrush Color for Use, ja, habe ich schon gesagt, Airbrush Color for Use, lalala. Was ist heute wieder los? Ja. Was ich an denen so schöne finde, ist, dass die ja schon sehr gängig eingestellt sind. Das habe ich bis jetzt bei noch keiner Farbe gehabt, weder bei der Createx, schon mit der schon sowieso gar nicht, auch nicht bei der Schminke oder anderen, sondern die ist wirklich, die kann ich nehmen und eigentlich in der Regel fast immer durch benutzen. Hier bei der 0,15, weil ich es vielleicht ein bisschen verdünnen soll, damit es noch einen Ticken besser läuft. Aber die ist so schön eingestellt, was auch noch ein Vorteil daran ist, dass die nicht gleich 100% deckt beim ersten Strich. Das merkt man auch hier jetzt beim Farblichen. Wenn man da einfach die Intensität erhöhen will, muss man schon ein, zweimal mehr drüber gehen, damit das auch wirklich nachher richtig dunkelbraun wird. Und das finde ich eigentlich ziemlich geil, weil so hat man eigentlich schon mehr Möglichkeiten, wieder die Farbe zu benutzen und vor allem damit quasi
Farbverläufe anzulegen. So ähnlich wie halt wie beim Einfärben, dass man, wenn man beim Einfärben umso öfters man übers Grüne mit Grün dann drüber geht, umso schneller wird das Dunkel. Und dann passt das nämlich. Und hier finde ich das nämlich auch sehr, sehr chillig und sehr geil, dass man dann einfach hier einfach mit, auch wieder mit Amore das Ganze einfach wieder ein bisschen verfeinern kann. Und dann wirkt das natürlich nachher auch gleich wieder viel sinniger und stimmiger und bekommt halt wieder einen ganz anderen Touch. I can touch it. Oh, da muss ich sagen, hey, bei dem Iwata Neo Video, das war mir so peinlich, dass ich vergessen habe, diese eine Stelle rauszuschneiden. Das habe ich recht spät gesehen, wo ich einen Tag vorher, wo ich mir dachte, ach, scheiß drauf, jetzt lasse ich es einfach drinnen. Wo ich so richtig, einfach, wo ich einfach den Cut, wo ich es einfach nicht rausgeschnitten habe, wo ich einfach richtig schön wieder dran saß an meinem Mic, wieder vor mir rumgesungen habe. Da kam auch noch die Frau rein, war ich noch schön peinlich berührt. Oh Gott, war das furchtbar. Und deswegen, ja, kann mir hier Gott sei Dank nicht passieren. Und ihr seht, hier mal kurz reinzugehen. Hier unten habe ich vorher mit Schwarz gearbeitet. Ihr seht, dass das Flash Brown viel, viel besser ist. Auch hier habe ich mit dem Schwarz gearbeitet. Und ihr seht bei dem Schwarz einfach hier irgendwie die Problematik, dass sich das nicht so schön jetzt hier verläuft. Also hier haben wir einen sehr, sehr harten Cut. Werden wir hier auch brauchen an der Stelle, aber der hier ist noch viel zu hart. Da werde ich dann auch später noch ein bisschen das Ganze bisschen weicher machen mit Farbe. Und ihr seht, hier unten ist das schon ein ganz anderer Schnack wie mit Schwarz. Deswegen, hier habe ich kurz mit Schwarz so wie gewohnt halt angefangen und mir gedacht, fuck, das funktioniert ja gar nicht. Ich muss natürlich das nächst legende Braun nehmen oder den nächst dünkleren Ton, den ich nehmen möchte. Und habe dann schnell das Flash Brown genommen und das schmiegt sich halt auch hier einfach wieder viel besser an. Ist für mich halt wieder so ein Umdenken gewesen, einfach wieder, ja, einfach ein Umdenken, ein bisschen anders rangehen. Und dann passt das nämlich. Ich muss sagen, ich habe für das natürlich, für das Porträt habe ich natürlich ungefähr dreimal so lange gebraucht, wie wenn ich das schwarz-weiß gemacht hätte. Das ist natürlich schon ziemlich viel Aufwand mit Farbe, finde ich. Hat aber natürlich nachher auch einen ganz coolen Effekt und etc. Aber ich finde, ja, das war bei meinem Look, mit Einfärben geht das auch sehr, sehr gut. Also man kann mit Einfärben genauso gut Porträts machen wie mit deckenden Tönen. Also da sehe ich auch im Netz ganz vielen, ganz bekannter Airbrusher, wo ich den Namen jetzt nicht parat habe. Der macht das hauptsächlich nur mit Einfärben. Der hat hier beim 100 Artists von Airbrush the Magazine war der auf dem Titelbild mit seinem Lemmy. Der hat das super gemacht und der hat auch nur eingefärbt. Das ist eigentlich, also beide Techniken funktionieren gut, was das angeht. Wobei ich beim Einfärben bis jetzt auch noch nicht so viel Erfahrung habe und da auch mit dem Look durch den Schlamassel mit dem transparenten Weiß auch ein bisschen nicht so gute Erfahrung gemacht habe. Aber ich werde das definitiv auch nochmal ausprobieren mit transparenten Tönen nochmal Porträt einzufärben. Habe ich irgendwie auch nochmal Bock drauf, das auszuprobieren, das zu machen und da irgendwie das Ganze mal anzugehen. Also ich habe noch so viel Bock auf so viele verschiedene Sachen und ich komme einfach zur nächsten Cheers. Ah, ist langsam hier mein Bärtchen. Oh, muss ich irgendwann mal wieder zum Schneiden, ey. Ist ja furchtbar aussehen. Wenn ich mir jetzt den Bart wieder rasiere, sehe ich aus wie ein 12-Jähriger. Wenn ich dann wieder hier zum Einkaufen gehe, dann muss ich wieder meinen Ausweis zeigen. Für das letzte Mal. Sehr geil. Genau, jetzt hier oben habe ich es gesagt. Hier mache ich jetzt nochmal einen weicheren Überhang. Ihr seht es hier, fange ich jetzt an, weil das zu hart war. Weil die ganze rechte Seite hier, das, ich glaube, hierhin, das alles wird noch schwarz. Das hier ist alles dunkel. Das ist das halbe, also nicht das halbe, aber so ein Viertel vom Gesicht ist im Dunkeln. Und deswegen passt das. Kann ich mir da nicht so viel Mühe geben, lasse das auch jetzt noch frei, weil ich da eben dann erst noch nicht reinarbeiten muss. Aber ihr seht, es kommen immer mehr Farben ins Spiel und mehr Kontrast vor allem. Und dadurch wirkt das Ganze langsam immer stimmiger und stimmiger und bearbeitet sich so. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, geht man da vorwärts und baut dann die verschiedenen Ebenen ein. Ihr könnt mir ja gerne mal unter dem VOD nachher, also das Video on Demand, wenn das hier einfach oben ist, gerne mal in die YouTube-Kommentare schreiben, wie ihr so ein Porträt aufbaut, vor allem mit Farbe. Würde mich mal mega interessieren, wie ihr da draußen auch gerne
ja, wie ihr so ein Porträt anlegt, ob ihr das vom Prinzip gleich macht oder ob ihr das völlig anders macht, würde mich mal mega interessieren, finde ich super spannend für mich einfach mal. Vielleicht kann ich mir das eine oder andere da mal abgucken oder rausnehmen. Das ist eigentlich immer ganz spannend. Ich mache das, wie gesagt, einfach so, wie ich hier lustig bin und Bock drauf habe. Und es muss nicht immer der beste Weg sein oder auch vor allem nicht euer Weg. Auch bei den Übungsbildern allem. Ihr macht das so, wie ihr das möchtet. Ich gebe euch da nur einen Serviervorschlag. Heutzutage braucht man immer Serviervorschläge. Und das werdet ihr heute Abend bei dem, nicht heute Abend, weil das war ja schon, also ich mache es heute Abend, aber das kommt ja hier nach, also war es schon, weil beim Shining-Bild werdet ihr sehen, und das werd ich, da werde ich länger dran sein, wenn alles klappt. Das ist halt eine Vorlage, die habt ihr da, die könnt ihr einfach nur ausmalen, vor allem wenn ihr Anfänger seid, um einfach das generell zu üben, die Gun etc., die Kontrolle. Und je nachdem, wie fit ihr seid, könnt ihr dann mehr und mehr und mehr machen. Ihr könnt eigentlich aus jedem Übungsbild maximal sehr viel rausholen, wenn ihr das denn wollt und möchtet. Und das ist eigentlich was ganz Geiles, finde ich. Und ich zeige euch dann eben mit dem Shining mal, was man mit so einem Übungsbild alles machen kann. Wenn man einfach auch schon fortgeschrittener ist und auch mehr Bock hat, dann müsst ihr nicht warten, bis ich euch was abliefer, wo ihr sagt, boah, kann ich jetzt auch endlich mal wieder ein bisschen einen Schwierigkeitsgrad erhöhen oder an mein Niveau anpassen, sondern ihr müsst das selber machen. Ihr müsst auch ein bisschen mal selber machen da draußen, ja? Ich kann euch das nicht alles vorlegen. Dann könnt ihr zum Beispiel auch den Dobermann, könnt ihr genauso viel detaillierter machen. Den könnt ihr auch auf Synthetikpapier drucken und dann anfangen, kleine Härchen reinzukratzen etc. Ihr könnt da ganz, ganz viel machen und ja, dann müsst ihr euch einfach ein bisschen mal selber ein bisschen umtüfteln. Wenn ihr da Bock habt, mehr zu machen, macht mehr. Wenn ihr das Gefühl habt, das ist zu weit, zu hoch fürs Niveau, dann schraubt es einfach selber runter. Das könnt ihr wirklich selber bestimmen. Und das ist eigentlich das Tolle an den Übungsbildern, um da mal kurz die Brücke zu schlagen. Und ja, liebe Elke, der Freddy kommt auch noch. Keine Sorge. Ich habe das jetzt einfach nur mit dem Shining vorgezogen, weil ich da aktuell einfach mehr Bock drauf habe. So, jetzt kommen die Stärken hier von der Infinity mit der 0,15er Düse. Bei so einem Feinbild schaut euch mal diese schöne feine Linie an. Hier jetzt schöne Gänsefüßchen, weil ich Scheiße baue und nicht so mit der fit bin. Aber hier schon sehr, sehr geil. Das finde ich halt stark an so einer Pistole. Dafür sind die eigentlich hauptsächlich da, für solche Detailsachen. Und da sind die sehr, sehr sinnvoll. Was natürlich nicht sinnvoll ist, wenn ihr euch eine Infinity kauft und ihr habt nur die Pistole oder seid noch Anfänger, dann macht das sehr, sehr wenig Sinn, weil die Infinity viel zu empfindlich ist und viel zu schwierig in der Handhabe. Dann nehmt ihr lieber echt die Silverline oder die Sparmax vor allem mit der großen Range und behelft euch da selber einfach. Dann macht es euch leichter, wenn ihr mit so einer anfängt. Dann kann ich euch sagen, werdet ihr euch mehr ärgern, als euch das recht ist, und ihr werdet schneller aufhören, als ihr gucken könnt, weil ihr wahrscheinlich permanent mit der Gun zu kämpfen habt. Also macht es bitte nicht. Kauft euch keine Infinity für den Anfang. Das ist völliger Blödsinn. Das ist völliger Blödsinn und Murks. Kauft euch eine Silverline, wenn ihr ein gutes Arbeitstier wollt, mit dem man sehr viel machen kann, was auf sehr viel verzeiht einfach. Die hat auch eine 0,2er Düse Nadel-Set drin. Da macht es hier nichts falsch und nichts verkehrt. Die finde ich sehr, sehr gut. Und wenn es ein bisschen schmalerer fürs Portemonnaie sein soll, dann nehmt euch die Sparmax SP35. Ein sehr geiles Gerät, wie ich finde. Die habe ich ja hier getestet auf dem Kanal, wie viele andere Guns. Und das ist eine, die gefällt mir mega gut. Und die kann richtig viel. Ist auch ein bisschen empfindlich. Ist ein bisschen empfindlich. So ähnlich wie die Infinity, würde ich schon fast sagen. Also nicht so krass wie die Infinity, aber ist empfindlicher als jetzt zum Beispiel die Silverline. Kostet dafür aber auch nur die Hälfte, muss man auch mal so sehen. Und je nach Nutzen und Anwendung, und die kann ich euch aber, wie gesagt, auch empfehlen, dann holt euch lieber so einen von den beiden oder vielleicht zwei, eine die billige Sparmax für 60 Euro und dann noch eine Silverline, und dann habt ihr da roundabout, glaube ich, für 180, 170 Euro habt ihr zwei Pistolen, mit denen ihr echt mega viel machen könnt, vor allem, weil die Sparmax so eine hohe Range hat mit der 0,35er Nadeldüse. Das nur mal so am Rande. Ich schweife immer gerne ab, gell? Völlig weg vom Bild. Aber ihr seht, ich habe gerade mit dem Flash Brown, und das meine ich, weil es so geil sich dafür eignet, auch Farbverläufe anzulegen, weil die Farben das auch sehr gut zulassen, haben wir hier und hier oben überall, jetzt fummelt doch nicht so mit der Kamera rum, Mensch, Spur.
haben wir hier überall die schönen Farbverläufe. Das macht es irgendwie besser. Das macht es viel, viel runder. Und jetzt kann ich mit dem Flash Brown eben richtig schön arbeiten. Und das ist eigentlich, wie gesagt, das Geile. Oh, ich hoffe hier unten, ah, das ist hier sehr nah ran, aber das Video, ich kann es nicht anders machen hier mit der Aufnahme, mit dem Video, mit dem Fenster. Ach, da muss ich mal gucken, vielleicht einen anderen Weg finde, das zu machen. Das ist durch unten meine Computerleiste ist drin, die will keiner sehen und die werde ich auch rausschnipseln, aber dann fehlt natürlich unten rum ein kleines bisschen was. Aber gut, so ist es halt jetzt. Momentan, oh, ja, sagt mir einfach mal, ob ich das hier generell besser gefällt als nur das Voice-Over, sonst mache ich das gerne wieder, wenn ihr sagt, ich will dein Gosch nicht auch noch sehen, wenn ich das VOD anglotze. Dann mache ich das auch gerne wieder. Das ist mir relativ wuppe. Das ist einfach mal ein Testlauf hier, wie euch das gefällt. Und ihr seht auch, ich habe vorhin, natürlich ich jetzt vorhin so viel gelabert, habt ihr vielleicht nicht aufgepasst, obwohl ihr aufpassen solltet, habe ich die Falten, die ich mit dem Skin, mit der Grundierung gemacht habe, die ich mit dem Skin Tan gemacht habe und jetzt auch mit dem Flash Brown, ziehe ich die, habe ich sie auch nochmal nachgezogen. So kriege ich, behalte ich auch die Tiefe und mache die aber immer kleiner, natürlich am besten, damit das Ganze simmig und stimmig bleibt. Und das ist dann halt der Vorteil mit den verschiedenen Farben. Das Coole ist jetzt halt auch, wenn man dann an einer Stelle merkt, ah, viel zu dunkel, dann kann man natürlich wieder mit dem helleren, mit dem nächst helleren Ton wieder versuchen, das aufzuhellen und dann auch wieder heller werden. Also dann habt ihr wieder die Möglichkeit, immer in die andere Richtung zu gehen. Also es ist nicht nur eine Einbahnstraße, das Ganze hier. Das ist genau wie beim Schwarzen, nimmt man halt wieder weiß oder beim Weißen halt wieder, schwarz. Im Endeffekt macht ihr das dann hier auch so. Bloß dann würde ich euch, wie gesagt, auch empfehlen, macht denselben Aufbau und geht dann einfach wieder in die andere Richtung, wenn ihr da was aufhellen wollt. Und so passt das eigentlich ganz gut. Und jetzt fängt das Gesicht langsam an zu leben. Jetzt war so der Punkt, langsam, wo ich dann auch gemerkt habe für mich selber. Rotz im Näsle. Jetzt merke ich langsam für mich, jetzt wird es langsam rund, jetzt wird es geil. Jetzt habe ich einen Gefallen daran. Wo ich noch ein bisschen das Problem habe, ist aktuell hier die Stelle an der Nase. Da habe ich hier viel zu viel reingemalt mit den Gänsefüßchen auch. Und hier auch, dadurch wirkt die Nase, als wäre die so, als wäre sie verschoben, als wäre sie ein bisschen verrückt. Das mache ich nachher, das korrigiere ich noch. Ich habe es, das Original hängen, ich habe es gemacht. Wann ich es mache, weiß ich noch nicht. Aber ich habe es auf jeden Fall noch korrigiert, weil das sieht jetzt noch ein bisschen doof aus. Wäre euch wahrscheinlich, weiß ich gar nicht, ob das euch jetzt so auf die Schnelle aufgefallen wäre, aber die Nase, wenn man jetzt direkt von vorne drauf geguckt hat, hat es schon so ein, als wäre die so ein bisschen so, ein bisschen abgeknickt. Und das ist ein Strich, der ein bisschen zu breit, zu viel und so ein bisschen zu schwunghaft war und erzeugt schon eine ganz andere Optik. Also das ist auch bei Nasen und so, bei Porträts ganz, ganz entscheidend, wenn da irgendwas nicht 100% stimmig ist, das fällt halt leider Gottes immer relativ schnell auf. Das Auge registriert das relativ schnell. Was auch hier der Fall ist, der Mund ist ein bisschen zu klein. Nicht zu klein in dem Sinn, sondern weil auf dem Referenzbild auch der John McClane die Lippen so relativ zusammenpresst, wirkt er halt auch klein und ich habe das auch eins zu eins übernommen, aber das sieht jetzt hier einen Ticken komischer aus, vor allem, weil ich jetzt natürlich auch noch ein bisschen hin und her gegangen bin mit den Farben und auch hier und da vielleicht noch ein bisschen was von der Lippe weggenommen habe. Der Bereich hier hätte wahrscheinlich einen Tick größer sein müssen da. Und dadurch ist bei mir nachher eher das Unstimmigste in dem ganzen Bild, was mir am wenigsten gefällt, das kann ich euch jetzt dann auch so sagen, ist dann eben die Lippe, der Mund. Der wirkt einfach nicht ganz so perfekt, um das für das Auge sinnlich zu machen. Und jetzt machen wir unten schön Bartstruktur und Bartstruktur sage ich. Ja, wir haben dann 3 Tage Bart und ich lehne jetzt schon ein bisschen die Struktur dafür an. Ich weiß noch, dass ich mit Schwarz versuchte zu sprenkeln, glaube ich. Und fange jetzt dann aber schon an, auch schon mit dem Hautton schon ein bisschen so eine unwillkürliche Struktur einzuarbeiten, damit das passt. Und sowas mache ich halt lieber mit der Gun. Da bin ich sehr eigen, das weiß ich. Aber ich mache das lieber mit der Gun, anstatt jetzt hier mit einer Schablone zu arbeiten. Könnt ihr gerne machen, ist ja auch gar kein Fehler und auch, funktioniert auch sehr oft sehr gut. Aber ich finde, es fügt sich einfach besser alles zusammen, wenn man es mit der Gun macht. Wird dann zwar immer aufwendiger und schwieriger, habe ich beim Kratos gemerkt, die ganze Porenstruktur zu machen, die fuckt einen irgendwann völlig ab. Aber es entlohnt einen auch dafür nach, mit einem sehr geil aussehenden Bild.
Und das, finde ich, kriegt man mit der Schablone nicht so genau hin. Also wenn ihr den Anspruch mal habt, richtig was auf die Bretter legen zu wollen, dann fangt an, immer weniger Schablonen zu benutzen. Das kann ich euch nur als Tipp geben. Nehmt immer weniger Schablonen, macht immer mehr Freihand. Ihr könnt am Anfang auch, wir haben auch ganz viele Anfänger am Discord, die benutzen auch teilweise komplett Schablonen, und das macht das nur, dann habt ihr Bilder, dann könnt ihr mal mit der Gun üben, dann könnt ihr vielleicht mal irgendwann anfangen, meine Tutorials zu machen, was so die Kreise angeht, ausmalen, Sachen, Striche üben, Dagger Strokes und so. Und dann könnt ihr auch mal anfangen, dann könnt ihr weiter mit euren Schablonen arbeiten, dann könnt ihr aber auch mal anfangen, vielleicht mal so ein Freihand-Übungsbild zu machen und ein bisschen mehr zu machen, ein bisschen mehr das Zeug wegzulassen. Und dann werdet ihr sehen, werden die Bilder deutlich, deutlich besser. Das kann ich euch einfach nur wirklich sagen, das ist wirklich so. Und dann werdet ihr schnell merken, dass das einfach viel, viel sinniger wird. Und das schafft ihr halt nicht, wenn ihr ständig an den Schablonen dranbleibt, das mal so zu sagen. Da werdet ihr euch schwer tun. Also Freihandschablonen gehören dazu, brauchen wir gar nicht drüber reden. Gehören zum Airbrushen dazu, benutze ich auch viel, mache ich auch gerne. Aber ich versuche, also damit will ich euch nur erklären, warum ich darauf gerne verzichte. Ich will da keinem wieder hier auf den Schlips treten oder so. Ihr könnt das gerne machen, wie ihr wollt. Aber wie gesagt, so ist mein Grund, warum ich das immer mehr und mehr weggelassen habe für mich damals und jetzt eigentlich fast hauptsächlich gar nicht mehr benutze. Nur wenn ich wirklich wie eine Pistole eine super scharfe Kante brauche, mit null Overspray, das kriegst du mit der Gun halt nicht hin. Man kann sehr, sehr detailliert und fein arbeiten und auch schöne Striche machen, aber das kriegst du nicht hin. Das kriegt kein Profi der Welt hin, das nachher so fein hinzubekommen. Also da nehme ich dann auch gerne so hier die Visitenkarte oder so. Das ist natürlich alles, das braucht man auch, das gehört auch dazu, gar kein Thema. Aber ich rede dann halt wirklich von so ganzen Bildern nur mit Schablonen, das wird dann kritisch. Wenn ihr das nicht sein lasst, dann werdet ihr halt null besser. Oder tut euch dann schwer. Also da müsst ihr einfach schauen. Aber gut, jeder hat andere Ambitionen und andere Ziele, und dann ist das halt auch in Ordnung, wie ihr das macht. Aber das ist so mein Grund, warum ich da gerne drauf verzichte. Und ihr seht jetzt, mit dem Flash Brown mache ich gerade sehr, sehr viel Detailarbeit und noch. Ich finde, das Flash Brown macht gerade sehr, sehr viel im Bild. Davor haben wir, wenn wir uns hier die Struktur angucken, sieht nicht schlecht aus und alles. Aber wenn man sich das jetzt hier langsam anguckt und das hier, das sieht schon viel, viel kontrastreicher und somit auch gleich ein bisschen fertiger aus. Wir machen natürlich nachher noch mit dem Skin Tone dann nachher die Highlights, und wir nehmen natürlich ganz am Ende Skin Tone Light, also den hellen Hautton, machen natürlich auch noch Highlights rein. Und das gibt uns natürlich wieder die Möglichkeit, einfach was zu machen. So, jetzt habe ich nur kurz mal gucken müssen, wie lange das Video noch geht. Aber wir haben noch 12 Minuten. Ungefähr. Plus, minus. Ich sollte aufs Video noch starten. Genau. Und ja, Schablonen sind wichtig. Aber wie gesagt, ich nehme ganz gern mal so eine unwillkürliche Struktur, wenn ich sie dann doch mal gerne brauche. Und ich habe auch nicht immer Bock, alles von Hand zu machen. Aber da habe ich gerade das Paradebeispiel. Habe ich letztens erst benutzt. Das muss ich euch gerade zeigen. Das ist meine alte Schablone hier. Die alte, durchknudelte, aus Papier, ganz billig, ganz kacke, aber sehr, sehr fein. Also das sieht man natürlich jetzt hier nicht, will er nicht zeigen. Aber jetzt habe ich mir natürlich hier die von Airbrush Color For You besorgt, weil die haben ja auch hier so einen Schablonenhersteller komplett übernommen und machen da Schablonen. Die finde ich sehr cool. Also die Struktur ist sehr, sehr cool, aber für mich viel zu riesig. Also ich kann höchstens den feinen Part gebrauchen hier, und selbst der ist noch so groß, da muss ich echt, das bietet sich echt nur an, wenn ich Bilder mache, die einen Meter auf 20 sind oder so. Aber ich wüsste kaum, wo ich die große Größe jetzt anbringen könnte. Das habe ich natürlich online nicht gesehen, dass das so riesig ist. Ich dachte, das wäre so wie hier viel, viel kleiner und detailreicher, weil wenn, dann brauche ich eher so grieselige, unwillkürliche Strukturen, eher detaillierte. Aber da können die Jungs ja natürlich auch nichts dafür. Muss ich mal schauen, da gibt es noch eine Struktur-Schablone, die eher so in die Richtung von anderen geht. Die werde ich mir dann auch noch besorgen, weil ich brauche einfach mal eine gescheite neue. Und die benutze ich dann doch hin und wieder mal ganz gerne, wenn es mal schneller gehen muss. Oder wenn das Motiv dann doch nicht so extrem detailliert sein muss.
oder nur Hintergrund an drinnen ist oder sowas, dann nehme ich das schon gerne. Dann hat das auch, dann ist das auch stimmig. Was mache ich jetzt gerade am Porträt? Ich fange natürlich jetzt so ein bisschen an, auch mit den verschiedenen Tönen oder mit dem Flashbrown auch hier und da jetzt schon so ein bisschen Hautporen und so ein bisschen Unreinheit der Haut darzustellen und das einfach ein bisschen runter zu machen. Oder ich habe gerade, ach, das sieht sehr rötlich aus, kann sein, dass ich sogar hier jetzt schon auf das Blutrot gewechselt bin, weil die Stelle hier eben sehr, sehr dunkel ist. Das ist alles sehr, sehr dunkel und hier wird es ja eh schwarz. Aber ihr seht hier, das müsste eigentlich das Blutrot sein, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ich werde es gleich oben an der Stirn sehen. Ja, das müsste das Blutrot sein. Wenn es das nicht ist, dann müsste das Skin Tone sein. Ton, Ton, ich fange hier schon Französisch an. Le Pretu, le Frosson. Aber ich glaube nicht, dass es Skin Tone ist, Tan, sondern eher das Blutrot. Und da noch ein bisschen mehr Varianz reinzubringen. Also ihr seht mit verschiedenen Tönen, aber das habe ich relativ gut im Kopf, wenn ich nicht gerade zu viel Apfelsaft getrunken habe. Und mit dem kann ich eigentlich schon ganz gut anfangen, auch nochmal. Ja, das ist das Blood Red. Ich sehe es oben, weil da sind auch die Kratzer und Schrammen, wo er sich schon geholt hat, der arme Johnny. Und damit kann man einfach noch mehr, damit macht man einfach mehr Farben, das, was halt stimmig ist und passt. Und das ist eigentlich ganz geil. Apropos Französisch, ich habe es schon mal erzählt in irgendeinem Video, aber es ist schon so lange her. Das erzähle ich gerne nochmal. Ich hatte einen Arbeitsplatz, da habe ich immer einen Kumpel gehabt und da war einer dabei, der war Franzose. Ich wusste das nicht. Ja. Der saß immer ganz hinten an seinem Rechner, war immer ganz ruhig. Und ich habe dann wieder mal meine 5 Minuten gehabt an der Kaffeemaschine und dann stand ich dran so, Le Portraté, Le Magnifique und habe irgendeinen Scheiß gelabert. Ich kann kein Wort Französisch, gell. Der eine hat es mir voll abgekauft, da hat so, oh, du kannst Französisch. Und der Franzose hinten so, von seinem Rechner hinten auch so, wumm, hat geguckt, so was geht denn da für eine Scheiße ab. Oh, Jungs, ich sag's euch, es war so lustig. Wir haben uns nachher alle so im Boden bepisst vor Lachen, das war einfach nur herrlich. Einfach eine geile Sache. Genau. Mit dem Rot muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Es neigt sehr schnell dazu, dass es komisch aussieht. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass man es damit nicht übertreibt. Und genau, da muss ich einfach ein bisschen Obacht geben gerade. Ein bisschen Obacht geben, weil das Rot, wenn das jetzt nur leicht gefärbt ist, ich meine, in der Struktur hier passt es ganz gut, weil da sehr viel Flashbrown ist. Aber hier im Freien, das sind jetzt natürlich, muss man auch fairerweise sagen, hier die ganzen Wunden, die der hat, da passt das auch, die sind auch blutig und rot. Aber überall sonst muss man mega aufpassen, dass das nicht zu sehr ins Pinke abdriftet oder ins Schweinchenrosa, weil das will ich nicht haben. Ich habe jetzt hier einen schönen, sag ich mal, schönen Hautton von hier, von John McClane aus L.A. oder wo das immer spielt und schön braun gebrannt ist und so, und dann passt das sehr gut. Aber ja, da muss man ein bisschen mit dem Blutrot, muss man ein bisschen aufpassen, dass das nicht überhand nimmt. Das Ganze. So, 6 Minuten haben wir noch. Perfekt. Ah, muss mich hier wieder verschieben. Schiebe ich wieder alles. Ach, wird schon passen. Drauf geschissen. So. So, wieder hier Kamera ausgerichtet. Ein bisschen zurückgegangen, damit nicht die Hälfte fehlt. Und machen wir mit dem Blutrot gleich weiter und machen hier unseren schönen Bluterguss am Kopf. Auch dass ich das Köpfchen stöße. Stöße aufs Köpfchen. Eieiei. Ich sollte mir nicht immer so den Wanz vollhauen, wenn ich hier anfange, mich hier hinsetze und dann anfange loszulabern. Aber hey, ist so. Ihr wolltet so und jetzt habt ihr es so. Ja, genau. Da haben wir jetzt echt, eigentlich haben wir da schöne Farbverläufe drinnen. Und jetzt wird es langsam immer runder. Vor allem, wenn noch so die Augen reinkommen und der Mund. Und wenn wir dann anfangen, auch das Ganze zu highlighten und für das Ganze highlighten und dann eben einfach da noch mehr reinkommt, noch mehr, dann wird es noch plastischer und einfach noch ein bisschen runder. Und dann macht das schon sehr viel Spaß. Und dann dürfen wir natürlich nachher das Ohr nicht vergessen. Aber auch hier habe ich natürlich schon, und da seht ihr jetzt hier oben schon überall schön in die Haare reingenebelt mit Absicht. Das ist alles hier schön
mehr rein ins Weiße, mit Absicht. Hier kann Overspray rein, ist kein Problem. Wir sind hier lang gefahren, weil wir covern nachher mit dem Schwarz und den Braun und so alles ab und gehen dann hier wieder raus. Dann können wir in den Hintergrund arbeiten und dann sieht das auf einen Schlag geil aus. Wenn wir das nicht machen und umgekehrt machen, wäre das jetzt voll der Act nachher, mit dem Hintergrund in die Struktur reinzugehen und die sinnvoll aussehen zu lassen. Das kriegt ihr bei Haaren sowieso fast nicht hin. Ihr könnt das zwar schon machen, aber das sieht dann halt scheiße aus. Also deswegen verstehe ich nicht, warum manche Leute wirklich den Hintergrund nicht zuerst machen. Also ich verstehe das wirklich nicht. Könnten mir die Leute, die das gerne machen, können mir gerne mal den Sinn davon erklären, aber mir schließt sich der Sinn nicht ganz wirklich davon. Um dann nachher das Ganze noch abzumaskieren, wäre natürlich noch die dümmere Variante, weil dann habt ihr überall so eine hässliche Linie und hier oben bei den Haaren dann eine hässliche Linie haben, das sieht dann noch beschissener aus als vorher, dann weiß ich nicht, dann habt ihr mir hier nicht zugehört auf dem Kanal. Eieiei, hier, schlimme böse Wörter von mir. Keine bösen Wörter, Kevin. Oder war das Kevin? Ich weiß es gar nicht. Ja, das Kind war einfach nur geil. Ja, hier habe ich eigentlich für die Lippen benutze ich gerade übrigens auch wieder nur das Blutrot. Nichts anderes, nur das Blutrot. Und ich habe absichtlich mega leicht da reingenebelt. Und ihr seht schon an der Oberlippe und allem, dass die Struktur einfach, dass das Ganze einfach ja leicht wirkt. Hier, das hier unten, der Bereich. Und der hier hat eine ganz andere farbliche Brillanz, wie das hier vorne, wo ich schon viel stärker drüber gegangen bin. Also ihr könnt das schon machen. Das ist eigentlich echt. Ihr könnt da mit einem Farbton ganz viele andere Farbtöne kreieren, wenn ihr das mit Amore macht. Ich sag's euch, Leute, Amore ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich glaube, ich mache bald mal Daves Weisheiten auf oder so. Ich glaube, da kommt viel bei rum. Ich schon so viel Scheiße erlebt. Das glaubt ihr mir gar nicht. Jetzt nehme ich Weiß. Es müsste Weiß sein, genau. Also auch hier halte ich mich mit den Details eher etwas zurück, auch an der Lippe. Ich gucke, dass das alles einstimmiges Ding ist. Wenn ich die Lippe jetzt super detailliert ausarbeite, wie jetzt zum Beispiel, nehme ich wieder das Beispiel vom Kratos, wenn ihr euch da mal die Unterlippe anguckt von dem Kerl, da sieht das super hardcore aus. Wenn ich sowas jetzt hier noch mit reinmachen würde, das könnte ich auch noch machen, dann sieht das nachher ganz komisch zum Rest aus, weil da einfach so die Detaildichte nicht da ist. Also lass ich es auch. Also dann gehe ich auch hier wieder einen guten Mittelweg und halte ungefähr eine Qualitätsstufe einfach ein. Und das kann ich eigentlich für meinen Kopf her ganz, ganz easy machen. Also habe ich keine Probleme mit sowas einzustellen und dann zu sagen, okay, bis hierhin und dann passt das stimmig und fertig. Gar nicht viel lang rummachen und dann bin ich da auch wirklich zufrieden. Hier habe ich jetzt gerade wieder schön Tip Dry gehabt vorne und dann kam gar nichts raus, obwohl ich sehr, sehr versucht detailliert zu arbeiten. Auch hier ärgert mich natürlich wieder meine Iwata sehr. Aber wie gesagt, die hatte ich da den ersten Abend oder das ist jetzt der zweite vielleicht und da war das Handling auch noch nicht ganz so und auch noch habe ich noch ein bisschen gestruggelt mit der Einstellung. Aber ihr seht, ich hau da trotzdem richtig schöne feine Linien jetzt hin. Ich glaube, so langsam komme ich an dem Abend rein. Das ist auch alles immer ein bisschen Handlingssache, das wisst ihr ja selber. Gerade vor allem neue Guns, die fühlen sich doch immer ein bisschen anders an. Das ist halt einfach so. Und da muss man sich immer ein bisschen reingrooven. Ein bisschen reingrooven. Den Groove spüren. Und jetzt gucke ich mal, wie viel Zeit haben wir noch. Noch eine Minute. Ich lasse das Fenster jetzt hier einfach. Also ich sehe es ja trotzdem nicht. Sehr gut. Ja. Nee, aber das ist schon sehr, sehr geil. Macht sehr, sehr viel Spaß. Und wie ihr gesehen habt, ich habe jetzt noch eine Minute. Jetzt mache ich auf die Abmod und wir machen das nächste Mal genau da weiter, wo wir jetzt aufgehört haben. Und mich würde es freuen, wenn ihr wieder mit am Start seid. Vielen Dank da draußen. Ihr wart wieder ein vorzügliches Publikum. Es ist schön wieder ruhig und habt ihr mir schön zugehört. Ja, like bitte das Video, kommentiert fleißig darunter auch die ganzen eingefleischten Banausen hier, damit der Algorithmus einfach merkt, dass hier ein bisschen was abgeht, damit das Ganze mal ein bisschen mehr wieder ins Rollen kommt, stagniert gerade wieder ziemlich, finde ich, auf YouTube. Und ja, einfach machen, supportet gerne das Ganze, supportet gerne mich einfach dadurch mit dem ganzen Gelike und so, das hilft mir ganz viel mit dem Kanal. Und genau, schaut ansonsten gerne in die Infobox, wenn ihr da ein bisschen, wenn ihr zu Airbrush for You wollt oder ein Ovalus da lassen wollt oder, dann könnt ihr das gerne einfach machen
Und in diesem Sinne reingehauen und vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß mit den anderen Videos. Habt noch so viele, guckt rein. Bis zum nächsten Mal.